Jede Stadt ist anders. Oberhausen ist besonders. Oberhausens Besonderheit, die sich von anderen Städten unterscheidet, ist die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen. Die Stadt bekennt sich zur Kreativität und hat den Mut, eingetretene Wege zu verlassen. Oberhausen ist die Stadt der Ideen. Darum wurden alle Oberhausener in der ersten Projektphase des Wettbewerbs Zukunftsstadt 2030 dazu aufgerufen, ihre Ideen für Oberhausen zu äußern. Dies geschah unter dem Motto Vision Oberhausen 2030+, Gegenwart, Vision, Zukunft. Ziel war es, so eine gemeinsame Zukunftsvision zu entwickeln. Über die verschiedensten Wege vom Stichwort übers Hörspiel bis zum Theaterstück kamen 2000 Beiträge zusammen. Die Beiträge wurden zu 800 Ideen zusammengefasst und den Themen Dialog, Kultur, Arbeit, Soziales und Leben zugeordnet. Überwältigt von so viel Resonanz entstand als Ergebnis der ersten Phase die Vision der Ideenfabrik Oberhausen mit dem Ziel einer neuen Beteiligungskultur der Stadt. In der zweiten Projektphase wurde darum gemeinsam nach konkreten Instrumenten gesucht. Der Austausch erfolgte durch Bürgerstammtische, Workshops und diverse Dialoge, unter anderem mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Verwaltung. Dabei war vor allem Fraunhofer Umsicht als wissenschaftlicher Partner während des gesamten Prozesses mit eingebunden. Außerdem wurde ein ehemaliger Supermarkt in eine physische Ideenfabrik verwandelt. Nun ist die Zukunftsstadt endlich sichtbar. Es gibt jetzt einen Ort, der als Anlaufstelle für jegliche Ideen und Wünsche in Oberhausen dienen kann. Aus dem Einzelkämpfertum der bisherigen Netzwerke Oberhausens ist mittlerweile das Netzwerk der Zukunftsstadt Oberhausen geworden. Dieses umfasst aktuell 50 zukunftsorientierte Freunde und Partner, die gemeinsam die Zukunftsstadt Oberhausen unterstützen.